200.000! Lassen wir das dann mal mit den Ballons. Aber Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder... Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Dankeschön. Leute, herzlich willkommen zu einem Video, das ich eigentlich nicht machen wollte. Aber erst danke an die 200k. Danke dafür. Ich schätze den ganzen Support. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir so eine Abozahl in dieser Zeit erreichen. Aber gut, Leute. Ich bin letztens an meinem Handy durch den App Store gegangen und da wurde mir eine App vorgeschlagen, die ich jetzt nicht nennen werde, weil ihr die alle kennt. Diese eine Dating-App, wo sich jeder denkt, ah, da ist er nicht drin, oder? Ich habe mir die App danach runtergeladen und musste leider feststellen, ich habe immer noch einen Account da drin und alle meine alten Chats sind da drin auch noch gespeichert. Was bedeutet, wir werden uns heute zusammen meine alten Anmachsprüche von meinem Alter zwischen 16 und 18 anschauen. Und ihr wollt nicht sehen, was ich da geschrieben habe. Wenn euch dieses Video gefällt oder wenn ihr Mitleid mit mir habt für die nachfolgenden Szenen, lasst den Daumen nach oben da. Ihr könnt den Kanal wie immer kostenlos abonnieren. Danke für den Support. Mein Merchandise ist auch in der Beschreibung, Instagram und alles. Zu jedem Merchandise gibt es eine Autogrammkarte. Aber Leute, ich würde sagen, wir fangen... Oh Gott, ich will diese App nicht öffnen. Okay, gut, also wir gehen ganz zurück zum ersten Chat. Jo, mit wie vielen habe ich denn da geschrieben? Wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen. War ich da auf Crack oder was? Wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen. Sie antwortet sweet. Wo kommst du her? Ich verstehe die Welt nicht. Nicht. Aber der Chat ist ja noch nicht vorbei. Erzähl mir was über dich, können wir WhatsApp schreiben? Ich hab mir eine Nummer mit wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen klar gemacht. Was hab ich denn da? Was haben wir denn sonst noch zu bieten? Hi? Hey! Das war das ganze Gespräch. Ey, müsst ihr euch das einfach mal im echten Leben so vorstellen. Ihr seid in der Bar, geht einfach so zu einer Person hin. Hi! Guten Tag, hallo. Dicker? Oh, Markus! Oh mein Gott, nein, ich hab's nicht noch einer geschrieben, oder? Wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen. Ist das dein Ernst? Und zwar voll. Perverse Smileys. Ich hab nicht zwei Leuten geschrieben! Jetzt, warte, jetzt bin ich gespannt, ob ich die Nummer auch klar gemacht habe. Okay, Leute, die Erfolgsquote für diesen Anmachspruch ist dann doch nicht so hoch wie erwartet. Aber ich meine, schlimmer kann es eigentlich wirklich einfach nicht mehr werden. Ich hab der dritten Person auch geschrieben, wenn du ein Eis wärst wie... Hehe, du bist ja süß. Was ist an diesem Spruch süß? Und ich hab mir wieder eine Nummer klar gemacht. Was ist das für ein Live? Bruh. Also, solange ich den Spruch nicht nochmal benutze. Wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen. War ein außergewöhnliches Kompliment, du. Okay. Sie dachte sich nur so, was denn das für ein Huche. Leute, Mann. Das Video kann doch nicht so die ganze Zeit weitergehen. Ich kann doch nicht jeder einzelnen Person geschrieben haben. Wenn du ein Eis wärst, würde ich dich essen. Wie habe ich mir da zwei Handynummern klar gemacht? Das Schlimme ist, ich habe das halt wirklich absolut ernst gemeint. Die Girls stehen auf Kreativi. Oh Gott, da hat mir ein Mädchen geschrieben. Hey Mann, sag, dass nach 0 Uhr nichts mehr Schönes passiert. Deutsch auf jeden Fall on fleek. Habe ich ja Glück gehabt, dass ich dein Profil gesehen habe. Ich muss das einfach loswerden, du bist echt mega... Oh nein, oh mein Gott, nein, das... Oh mein Gott, sie hat meine Eistüte nochmal übertrumpft. Was habe ich denn in dem Alter gemacht? Okay, da habe ich dann wohl gar keinen Fick gegeben auf irgendwelche Anmachsprüche. Schöner Name, magst du in WhatsApp schreiben? Ich vergesse die App immer. Nee, gib meine Nummer nicht raus. Ach so, okay. Ja. Und warum nicht? Ist mir zu privat. Bestimmt. Und wie löst du das dann, wenn du hier jemanden magst? Ich mag hier niemanden. Also magst du mich auch nicht. Ich kenne dich nicht. Ich verstehe deine Logik nicht so ganz. Da bist du nicht der Einzige. Was? Sind die Leute in der App alle auf Crack? Kann es sein, dass wir schon mal geschrieben haben? Nein. Man sieht den Chatverlauf und ich frage, kann es sein, dass wir schon mal geschrieben haben, wenn einfach davor keine Nachricht ist? Leute, ich würde sagen, wir hören an der Stelle auf. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, bitte in den Mitleidsdaumen. Abonniert wie immer kostenlos den Kanal für dieses abgefuckte, peinliche Video. Merchandise, Instagram, alles in der Beschreibung, check vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Bis dann.